Hallöchen und hier willkommen zurück bei Dawn of Man. Hier bei eure Mutti Bärmann mit euren Rob und wir spielen eine Runde weiter. Wir brauchen natürlich Forschungspunkte ohne Ende. Das heißt, wir werden noch ein bisschen, ja, einfach mal, ne? Früchte sammeln. Hier noch ein bisschen sammeln. Gibt es denn noch das... Eigentlich können wir ja Bäume fällen, brauchen ja gar keine Dings mehr. Arbeitsgebiete für die Stöcke. Stöck her, aber... Das ist hier für Feuersteine sammeln. Ja, wir machen trotzdem noch ein Arbeitsgebiet für Stöcke, ich weiß nicht. Also, nur jetzt Bäume fällen. Dann gibt es bald keine Bäume mehr. Den Baum lasse ich mal stehen und die werden alle hier noch gecuttet schnell. Zack, 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 alle weg. Wir brauchen nämlich Platz, damit unsere Siedlung wachsen und gedeihen kann. So, wir bauen noch einen Drying Rack, also so einen Heutetrockner. Kriegt so jede Hütte erstmal eins. Mal gucken, vielleicht mache ich das später noch mal ein bisschen anders. So, Leder Outfits, die hatten wir jetzt noch welche gebaut. Haben wir noch welche Überschuss? Da haben wir 13 Stück und wir sind nur 9 Mann, das heißt, alles schick. Die ersten gehen aber langsam, aber sicher kaputt. Wir bauen noch mal 2. Okay, ich habe 2 Leder, also kann ich 4 bauen, dann machen wir das. Wir haben noch mal den Wissen bekommen für dieses schöne Häuslein. Aber die Wissenspunkte reichen noch nicht aus. Wir haben erst 4 von, ich brauche 15 für das nächste, das nächste Zeitalter. Und für diese Forschungen, das Gerben wäre vielleicht nicht schlecht, das würde ich noch jetzt vorher erforschen. Oder halt doch gleich ins mesolithische Zeitalter. Ich bin mir noch etwas unschlüssig. So, wir könnten noch hier einen Totenkopfpfahl. Erinnerung an die Toten. Hm. Aber so viele sind noch gar nicht gestorben, ne? Bis auf einer, ne? Weil der hat sich halt mit den Auerochsen angelegt. Warum macht das auch der Rentner? Hätte sagen können, auch nö, möchte ich nicht. So, hier Steine sieht gut aus, hier sieht gut aus. Hier können wir noch Kirschen ernten. Die nehmen auf jeden Fall mit, die Kirschen. Die Dinge schon alle? War hier nicht Feuerstein? Ach nee, da oben, ne? Da, ja, okay. Ich habe nichts gesagt, Feuerstein ist noch da. Aber wir werden mal die Geschwindigkeit auf 2 drehen, damit das hier ein bisschen schneller vorangeht. Wir haben jetzt 10 heute Outfits, Hautoutfits heute. 10 Lederwämse haben wir jetzt zusammengeknüppelt. Und dafür gibt es wieder einen Wissenspunkt. Und ich erforsche doch jetzt das Gerben. Was soll's? Ich mach Gerben. Ja, doch. Weil dann können wir nämlich eigentlich, kann ich jetzt nicht, ne? Nur im Frühling Tannin sammeln. Weil hier brauche ich eigentlich Tannin, oder? Lederoutfit. Eigentlich nicht, okay. Hier brauche ich getrocknetes Leder und hier nicht, oder? Wir schauen mal. Haben eh kein Leder. Aber 19 Mal des Lederwams. Wir haben freigeschaltet. Gibt es da neue Gebäude dafür? Nein, gibt es natürlich nicht. Doch hier. Ein Gerber. Ein Ort, an dem aus rohen Häuten Leder hergestellt wird. Ein Gerber, ja. Ne? Also das ist der Gerber. Den werden wir mal jetzt hier mit hin machen. Da hat jemand Hunger, dann ist was. Wir können nochmal die Hülsenfrüchte essen oder halt erstmal die normalen Früchte. Sonst wären die wieder schlecht. 16 mal Gemüse, Fisch haben wir, 12 mal Fleisch, das passt alles. Vor allem alles, du isst jetzt Fisch, okay. Aber der hält halt eigentlich länger, ne? Eigentlich hättest du erstmal die Beeren essen können, aber du machst das schon. Du hast Beeren und Fisch und isst noch ein bisschen. Das ist auch okay. Und hier werden jetzt die ganzen Bäume gefällt. Zack und weg. So, 3 Holzstämme haben wir, das passt soweit. Hier wird der Gerber gebaut. Sonst gab es ja immer noch nichts weiter, ne? Produktionstechnisch, ne.
Ja, wir könnten jetzt noch so einen Pfahl, aber warum? Hm. So einen spirituellen Nachtkomm, warum hier noch einen hin? Spiruti Sancti. So. Können wir euch ein bisschen beobachten hier, wie er schön wuselt und arbeitet. Hier kommt jetzt der Baumstamm für den Gerber. Oder geht der Baumstamm nach da hinten? Ah, der Gerber ist schon fertig. Der ist schon alles da. Okay, cool. Ah, okay, der macht Haut mit Tannin. Aber das kann ich nicht, weil habe ich nicht. Muss ich erst das Tannin sammeln und brauche normale Häute noch. Und dafür muss ich jagen gehen, weil ich habe keine. Oh, hier haben wir Wildschweine. Ich habe mein Ziel gefunden, was ich brauche. Haben wir irgendwo jemanden gerade frei? Was machst du mit den Erbsen? Bring die mal weg. Ich brauche Jäger. Hallo? Hat denn keiner von euch ein Jagdspeer? Er hat ein Jagdspeer. Aber die sind halt gerade alle fett am Holz hacken, obwohl ich die gar nicht fällen wollte, ne? Oder? Die sind unglücklich. Warum? Moral ist schlecht. Gab es denn was zur Moral? Moral, Moral, Moral. Das war ja eigentlich durch das Spirituelle. Aber da haben wir was gebaut. Ach, die betet jetzt. Und erlangt dadurch Moral zurück. Ah, okay. Also brauche ich doch so ein paar Teile, sonst wären die nicht glücklich oder wären unglücklich. Die Wildschweine sind jetzt schon wieder weg. Ne, die sind da oben. Er ist fleißig am Fischen. Und die sind fleißig am Trinken. Hat halt die Feuersteinhacke, aber wir bräuchten jemanden. Oh, da den schweren Stein hier. Stein sage ich schon. Den schweren Holzstamm. Das schaffen die, die sind stark. So, hier ist keiner, der mitarbeitet. Okay. Steine haben wir auch nicht so viele. Ach, da ist jemand. Er ist leicht im Stein. Leicht verbuggt. Hier werden Stöcker gesammelt. Das passt zu weit. Aber wir haben eigentlich genug Stöcker und wir kriegen ja durch die Bäume fällen Stöcker. Haben wir noch. Oh, hier wachsen noch neue Bäume, ne? Ne, die sind Himbeeren, okay. Haben wir eine schöne Schneise reingefällt. Aber den Baum lasse ich so aus Deko-Gründen. Den lasse ich, der gefällt mir. So, dich nehme ich mal mit. Und dann brauche ich ja noch jemanden theoretisch. Dich kann ich nicht mitnehmen. Dich kann ich nicht mitnehmen. Du willst nicht schlagen gehen. Nein, willst du nicht. Du willst. Ich brauche Jäger. Dich nehme ich noch mit. Hier euch beide. Zack. Aber leider sind die Wildschweine weg. Super. Gibt es hier irgendwo Tiere zum Jagen? Nein, gibt es natürlich nicht. Aber ich muss doch jagen. Da haben wir was. Das holen wir uns jetzt hier. Den Steinbock. Der muss dran glauben. Was soll's. Hier sind auch. Oh doch, da kommen jetzt Tiere. Die wollen alle zum Wasser. Das ist sehr gut. Aber eigentlich hatte ich zwei, die jagen sollten. Greifen wir das alte Männchen an, das geht viel schneller. So, das haben wir getötet. Ah, da machen sie auch die Moral besser, okay.
Ja gut, dann geht halt da beten. Er hätte aber auch hier dann bald beten können. Nee, kann doch nicht, weil wir haben keine Knochen. Ich brauche mehr Jäger, auf jeden Fall mehr Jäger. Die ist inaktiv. Die könnte noch was jagen. Aber es ist keiner mehr. Der kann noch mit jagen. Das wird repariert. Okay. Oh ja, hier sind ja schon Löcher drin. Hier regnet es ja durch. Dafür brauche ich Leder. Problem erkannt. Wir brauchen echt viel mehr Leder. Schnapp dir mal hier so einen Stab. Nein, die sollst du nicht reinräumen. Räum das weg. Dann räum es halt nicht weg. So, du kannst kämpfen, du kannst jagen. Euch beide nehme ich. Los geht's. Und ihr holt mir den Hirsch. Weil der wird mich angreifen, denke ich mal. 170 Gesundheit. Ich hoffe mal, es stirbt keiner. Den haben wir. Okay, dann geht's gleich weiter. Wir holen uns diese Raubkatze, den Höhlenlöwen. Okay, und dann hauen wir noch schnell den weg. Leder dreimal, einmal, dreimal. Das heißt, wir haben erstmal wieder genug Leder. Und hier brauche ich getrocknete Häute. Okay. Hier macht der kontinuierlich. Das will ich aber gar nicht, ne? Das heißt, hier weg. Hier weg. Und hier weg. So, es sind neue Menschen zu uns gestoßen, zwei neue Einwanderer. Wir haben jetzt eine Bevölkerung von 11, das ist sehr gut. Und wir brauchen natürlich jetzt Mutanin, haben wir nicht. Der macht jetzt einmal, das kriege ich aber nicht weg, ne? Ne, okay. Und hier brauche ich ja das, aber auch noch Tanin. Da brauche ich rohes Leder und Tannin und dann mache ich dann so einen auch Leder draus, aber ein besseres anscheinend. Ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten. Nochmal zwei? Ja, nochmal zwei. Cool. Wir brauchen viel mehr Gebäude. Wenn die jetzt hier alle so fleißig zu uns stoßen. Hier schön unterm Baum. Zum Glück haben wir jetzt so viel gejagt. Das werden wir dann einfach mal versetzen. Wieder hier hin. Hier haben wir Fleisch, Fleisch, Knochen, Knochen. Genug von allen. Und dann können wir auch gleich die Häuser wieder reparieren, damit es nicht mehr durchregnet. Wir haben Herbst. Wir haben 23 mal Fleisch, 10 mal Fisch. Das sollte theoretisch... Wir haben ja noch diese Nahrungsübersicht, ne? Ja, das reicht. Okay. Aber die lasse ich mal offen, die GUI, weil das finde ich gut. Da sehe ich, wie viel Nahrung ich habe und was ich brauche. So, gehen die kaputt? Ja doch, die gehen auch kaputt. Hier wird schön Nahrung aufgehangen. Da könnte ich jetzt noch einen zweiten gebrauchen. Warum man noch so einen Trocknungsständer. So, hier sind noch genug Knochen. Da ist noch, du bringst das Fleisch weg. Hier haben wir noch Knochen, Knochen, Knochen. Haben wir noch Ruhe heute? Ruhe haut 8-mal. 7-mal. Okay, das sind noch die eingespannten mit dabei. Theoretisch. Ja, du bist unglücklich. Dann geh doch, hier ist doch, da ist frei und
Da gerade nicht. Aber theoretisch wäre da frei. Hier achtmal Stein, hier fett viel Holz. Ich würde sagen, wir haben eigentlich genug. Und da wird gebetet. Das ist ja schön. Ne, doch nicht erbaut. Danach kann er aber beten. Danach kann er loslegen und schön Runde beten. Was sagen die Feuersteine? Da haben wir noch genug, das passt soweit. Da haben wir auch genug, 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 genug. Müssen wir uns noch keine Sorgen machen. Wir haben jetzt noch 5 Rohe heute. Die sind noch nicht fertig. Die ist gleich fertig. Hier ist fertig. Und hier ist auch fertig. Und wir brauchen nur eine Haut, ne? Ja, eine Haut ist okay. Hier haben wir noch 2 Knochen. Was sagt das Lager? Ist nicht voll. Ich würde das gerne anklicken können und sagen, hier lager das mal bitte ein. Aber das geht nicht. Und die Bären verfallen wieder. Das verstehe ich immer nicht. Warum esst ihr diese Bären nicht? Da brauche ich sie auch nicht pflücken lassen. Die verfallen einfach immer. Hier, das verfällt nicht. Das ist okay. Aber die Bären. So, ich würde sagen, die Siedlung, ey, die wächst echt langsam. Sieht noch alles ein bisschen so durcheinander aus. Diese, wie gesagt, die Häutungstrockner, die werde ich nochmal wegstellen. Vielleicht mache ich das alles hier beim Gerber mit hin. Sortiere das so ein bisschen neu. Gibt es dafür was? Wiederverwerten? Gucken wir mal. Weil das jetzt hier im Laufweg, das ist nicht so schön. Machen wir die beiden weg. Und setzen hier 2 neue hin. Du bist unglücklich. Nee, du baust da gar nicht. Du gehst dann beten. So, der Händler ist wieder da. Sehr schön. Getrocknete Häute. Feuersteinsperre brauche ich nicht. Tannin. Das hole ich mir. Knochen habe ich. Holz habe ich genug. Das hat den... Die haben alle nur Wert 1. Das hat hohen Wert, aber möchte ich eigentlich nicht ausgeben. Ich mache mal diese Steine. So. Zack. Und dann können wir nämlich hier 3-mal Leder machen. Wir haben ja noch 3-mal Rohleder. Und haben jetzt das Tannin vor allem. Okay, und ihr baut das jetzt ab. Gibt es dafür dann Holz zurück oder... Oder gibt es sogar das Holz zurück. Das nenne ich immer Wiederverwertung. Und wir bauen die aber natürlich wieder auf. Und zwar hier beim Gerber. Aber braucht ihr das dann noch? Die müssen ja dann theoretisch nicht mehr getrocknet werden, ne? Wir warten mal ab. Aber wir können auf jeden Fall solche in Auftrag geben. 6 Stück. Wir hätten dann noch Tannin vorhanden auf jeden Fall. Hier haben wir noch mal Knochen, 2-mal, 3-mal Knochen sind auf Lager. Das könnten sie eigentlich auch abholen, aber machen sie nicht. Ich verstehe nicht, warum sie manche Sachen nicht abholen. So. Hier bitte weiterarbeiten. So, der Winter ist angebrochen. Oh, wir haben 10 Forschungspunkte, wir müssen forschen. Aber ich würde sagen, nee, wir warten jetzt auf Keramik und gehen dann ins mesolithische Zeitalter. Und die holen wir dann nach und nach. So, der Winter ist angebrochen, Nahrung, ne? Hier sind die Bären alles eingegangen. Also die sind vergammelt. Sieht man sofort, geht runter, aber wir haben genug Nahrung. Aber der Speed geht immer mal raus. Warum geht der Speed immer mal raus? Jetzt ist er ja noch drin, oder? Ja, ist er drin. Achtfach, vierfach, zweifach reicht. Ich will ja noch ein bisschen was nebenbei erleben, ne? So, hier Fisch ist okay. Könnte jemand angeln? Wir haben auch noch eine Angel. Wir haben 3 Stück. Wir haben jetzt 2-mal Lederoutfits. Die sind halt gut für den Sommer dann, ne? Haben wir da noch Leder? Okay.
Leder, Leder, Leder. Wir haben nochmal getrocknete Häute. Aber wir haben kein Rohleder mehr, ne? Zweimal davon. Davon haben wir noch sechsmal übrig. Jetzt ist die Frage, wann gehen welche kaputt? Ne, wenn die jetzt alle kaputt gehen würden, würden die Münder echt frieren. Theoretisch bräuchte ich einen kompletten Satz extra, damit die, falls im Winter bei jedem was kaputt geht, das austauschen können. Was bringt ihr hier Schönes? Ach, Steine. Ihr habt das schon gut hier abgehauen, ne? Ja. So, Steine haben wir auch genug. Wir haben von jedem jetzt eigentlich genug. So, bei den Gerber baue ich jetzt aber trotzdem noch mal zwei neue auf. Das passt dann so ein bisschen besser, finde ich, hier in der Gerbstation sozusagen. Zack. Die lasse ich aber, die sind okay. Hier werden jetzt wieder Lederoutfits geknüppelt. Ja, okay. Knochen wurden abgeholt. Müssten wir jetzt eigentlich 5 haben. Okay. Ah, sie ist. Ob man Winter angeln kann, weiß ich nicht. Aber es friert auf jeden Fall nicht zu. Es war so, vielleicht kann man ja auch im Winter überangeln. Und das haben wir hier. Schönes Wildpferde. Die können wir dann später domestizieren. Ich suche gerade noch mal ein bisschen was zum Jagen. Aber ich sehe gerade echt nichts. So 15 Steine, wie viele Steine haben wir? Wir haben nur 10 Steine. Und das Holzlager ist eigentlich voll. So, hier wieder alles aufgebaut. Hier wird irgendwas noch hingebracht. Ja, Stöcker. Und noch mehr Stöcker, sehr schön. Tannin haben wir noch einmal da. Hier fehlt dann das Leder. Dann haben wir noch zwei Tannin da. Okay, das passt also. Aber ich müsste noch irgendwas töten für Leder. Ich will aber jetzt eigentlich keine Pferde töten. Die kann man ja später domestizieren. Irgendwie geht gerade meine Nase zu. Ich hoffe mal, es ist nicht so schlimm, dass es ein bisschen nasal gerade klingt, aber ich glaube, ich war krank. Schon wieder. Nee. Bei uns haben sie alle auf Arbeit irgendwie Schnupfen. Hier wird schön gebetet, da wird fleißig gebetet, hier muss repariert werden. Wir brauchen getrocknete Häute. Die würde ich haben. Oder? Also muss ich jagen gehen. Hilft alles nichts. Wo willst du hin? Wandert umher, du hast kein Jagdspeer, du hast kein Jagdspeer. Ich hätte gern jemanden, der hier jagt. Aber am besten nicht nur einer, es müssten gleich zwei oder drei jagen. Das wäre cool. Du mit hinterher. Du gehst damit jagen. Nein, damit drauf. Dann müsste es klappen mit euch beiden, ne? Und du kannst auch mit jagen. Ihr geht mal alle jagen, alle drei. Weil die Pferde sind ja doch recht schnell. Und da müssten am besten gleich alle drei Pfeile, Speere treffen. Das Pferd down geht, ne? Das wäre optimal. Die Nahrung bricht ein. Aber wir haben ja noch, wir haben noch. Es ist okay. Wenn nicht, wird es halt mal ein harter Winter. Das ist halt so. Jungs, wo seid ihr? Wir wollen die Pferde töten, ne? Ach du meine Güte. Ist das so weit weg? Das kriegt ihr nie.
Vier Mann, ein Pferd. Hier drüben, es geht viel schneller. Ne, haut auch wieder ab dann. Ja, irgendwas müssen wir auch töten, ne? Wir brauchen Fleisch. Seht mal zu, wie er das jetzt regelt. Hier, das kriegen wir doch jetzt. Kommt. Es ist doch schon eingekesselt. Hätten sie auch ein bisschen schlauer machen können, echt mal. Ja, wir kriegen kein Pferd. Okay, geht nach Hause. Habt ihr euch verdient. Nichts könnt ihr. Wurde noch ein bisschen geangelt, was soll's. Nahrung ist noch einigermaßen okay, das passt also noch. Aber wie gesagt, wir brauchen wieder heute. Heute, heute, heute. Hier ist das Stöcker. Hier sind nochmal Stöcker, das kann ich dann eigentlich wegmachen. Einmal Stöcker reicht. Und wieder 2 fast Speed, falls der weg war. Da noch ein paar Zierbäume oder so, das wäre noch schön, aber das gab es ja noch nicht, ne? Zierbäume, das wäre ein bisschen übertrieben. Wir haben auch Stein. Die können wir sammeln, cool. Die können wir auch sammeln. Die sind mir noch gar nicht so aufgefallen. Die können sie schon mit der Hand sammeln, das ist gut. Dann sammeln wir noch Steine einfach. Sind die 4 langsam wieder da? Ja. Da oben haben wir einen Höhlenlöwe. Den hole ich mir. Na, 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 hallo. Könnt ihr beide jagen? Oh, kannst du jagen? Ja. Kannst du jagen, ja. Wo ist sie jetzt schon wieder hin? Ich sehe keine Höhle. Wo soll er denn sein? Dann müssen wir mal auf jeden Fall auf diese Karte umschalten. Weil dann müsste ich das weg. Baby weg. Okay, dann können wir weiterspielen. Ihm ist kalt. Er geht sich ein bisschen aufwärmen. Ist okay. Kann ruhig machen. Jungs, der ist nicht mehr da. Ihr könnt woanders hin. Wir brauchen noch ein neues Steinlager. Das ist voll. Machen wir hier noch einen Steinlager mit daneben. Sonst schleppen die alles mit nach Hause. Das muss ja nicht sein. Ja, sind die Steine schon weg, ne? Das ist ja schön. Ein bisschen aufgeräumt auf jeden Fall. Also im Winter sind echt die Tiere alle weg. Es gibt im Winter keine Tiere. Man kann nicht fischen. Man braucht echt genug Nahrung bis zum Winter. Man braucht genug Leder bis zum Winter. Und vor allem Wärme. Weil hier erfriert. Und die können sich halt jetzt ausruhen den ganzen Winter, oder? Die machen im Winter machen die eigentlich den ruhigen, ne? Schön chillig. Was ist los, Miezi hier? Im Hintergrund war meine Katze zu hören, vielleicht auch nicht. Aber er meckert ein bisschen. Ist das jetzt zweifacher Speed? Nee. Du warst doch zweifacher Speed, das ist komisch. Dass man das nicht dann sieht, es müsste hinter bisschen eingekraut sein oder heller oder dunkler dann. Dass ich weiß, okay, das Speed ist an oder ist nicht an. Dieser Mensch hat geringe Werte und wird Aufgaben mit verringerter Effektivität ausführen. Ja, geh dich doch erstmal aufwärmen, ist okay. Unaufgewärmt, ist auch gut. So, der Winter ist überlebt, es gab wieder einen Punkt und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Dawn of the Man. Wir haben natürlich noch gerade eben einen Meilenstein freigeschalten. Den gucken wir uns natürlich jetzt noch schnell an.
Überleben. Wir haben überlebt. Sehr schön. Und dabei möchte ich dann aber sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, schalt doch morgen wieder ein und tschüssi, euer Rob.